Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect. Es ist Staffel Nummer 9, Tag 73, Folge 72. Ich glaube, ja. Wir sind zeitlich doch weiter weggekommen, wieder mittlerweile. Wir haben 414 Zellen, ein bisschen was kommt noch dazu, 416 Zellen momentan zur Verfügung. Und wir haben ja in der letzten Zeit uns, ich sag mal, interessant hier mit diesem ganzen Bau dieses neuen Zellentraktes auseinandergesetzt. Ich habe gerade eben was Neues gelernt, wenn man einen Doppelklick auf eine Wand macht, kriegt man Türen vorgeschlagen, dann öffnet sich dieses Türmenü. Auch nicht schlecht. Danke für den Hinweis. Habe ich gerade auch sehr komisch geguckt, aber gut. Gut zu wissen, sage ich jetzt mal. Wir hatten so ein bisschen noch unsere Zeit hier unten, oder beziehungsweise ich warte noch immer darauf, dass das Ganze hier unten fertig wird. Die Wasserversorgung ist ja immer so ein bisschen problematisch hier in diesem Spiel. Es dauert immer 30 Jahre, bis das Ganze dann so gebaut ist, wie es auch eigentlich sein soll, aber ich glaube, zum Duschen morgen früh sollte diese Dusche hier auf jeden Fall soweit funktional sein. Das ist zumindest mein Glaube momentan. Es wird alles fleißig eingebaut. Es dürfte auch alles warm sein danach. Gucken wir mal ganz kurz in die Logistik. Zellenstatus. Warum ist denn die Zelle hier grün? Achso, die ist frei. Achso. Gut, ja, wir haben sehr viele freie Zellen momentan, weil ganz viele hier in diesen Gemeinschaftszellen festhängen. Die Raumtemperatur ist hier überall warm, ausgenommen hier vorne, in diesem Zwischengang. Logisch, da wo Türen sind, geht die Wärme verloren. Wobei man hier vorne jetzt natürlich, ich sag mal, ich mach das jetzt auch einfach mal, einfach nur aus Prinzip. Ich setze jetzt mal da eine Heizung hin und ich setze jetzt hier vorne mal eine Heizung hin. Umso schöner sieht die Karte hinterher aus, ne, weil dann halt eben alles warm ist. Ich ziehe dann jetzt hier vorne eben mal noch so eine Rohrleitung dahin und dann haben wir, glaube ich, diese Wärmetemperaturkarte eigentlich ganz ordentlich. Hier drin muss natürlich auch nochmal nachgeheizt werden, das ist mir auch bewusst. Wir werden uns drum kümmern, sobald die Dinger da fertig sind. Hier, ja, ob das so sinnvoll ist, hier zu heizen, ich weiß es nicht. Der Raum kann auch ruhig kalt bleiben, das macht eigentlich nichts. Hauptsache hier drin wird es warm, hinterher die Dusche hat auf jeden Fall eine Heizung, da ist auf jeden Fall eine Heizung drin. Dürfte also kein allzu großes Problem werden. Dass die Küche kalt ist, ist auch kein Problem. Dass hier vorne eine Wand genau kalt ist, weiß ich nicht, woran das liegt. Gut. Ansonsten ist das ja eigentlich auch keine allzu große technische Kunst. Hier vorne können wir jetzt natürlich einmal gucken, wo sind hier die Warmwasserrohre und wo kann ich dann halt eben sehr einfach Heizungen positionieren. Ich sag mal ganz ehrlich, wir machen einfach Heizungen dahin, wo ohnehin die Heizungsrohre sind. Das ist, glaube ich, am einfachsten, nämlich einmal dorthin und dorthin und dorthin und dorthin. Genauso wie dorthin und dorthin und dorthin und dorthin. So, dann bauen wir jetzt eben einfach hier nochmal vier Heizungen ein. Es dürfte ja so gesehen kein Problem entstehen. Den dadurch, ne? Nein. So, da auf jeden Fall. Hä? Was? Doch, ist richtig. Ich war gerade verwirrt, was ich hier baue. Alles gut. Und dann kommen halt da nochmal Heizung hin. Und dann dürfte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Also von daher, dann ist, also im roten Bereich, sagen wir es mal so. Erstaunlicherweise ist ja hier im roten Bereich das, was man eigentlich sehen möchte. Machen wir mal hier vorne so ein bisschen was. Wir kümmern uns mal darum, dass hier vorne so ein bisschen die Plörre rauskommt. Trotz großer Mengen Blech ist ja die Werkstatt doch relativ produktiv gewesen. Wir dürfen auch deutlich über 100.000 Euro kommen. Trotz Blech. Man muss ja erstaunlicherweise immer sagen, trotz Blech, statt obwohl wir Blech haben. Irgendwo ist gerade noch richtig viel Geld für drauf gegangen. Ach so, für den Bau dieses Gefängnistraktes. Das ist in Ordnung. Das wollen wir ja so. Hier, das ist nur für Personal ausgewiesen, das ist nur für Personal, das ist nur für Personal und das ist nur für Personal, hat auch geklappt. Und dann könnten wir eigentlich gerade mal eben wieder Patrouille hier setzen, nämlich diese Innenpatrouillen hier, die laufen einfach mal zwischen diesen beiden Türen durch die Gegend. Dann laufen die da durch die Gegend. Das ist ein Hund, also es ist eine Hundepatrouille, die jetzt hierher läuft, einfach weil da eine Wasserleitung drunter ist zwischen zwei Zellentrakten, die relativ schnell erreichbar ist für alle Beteiligten, deswegen kommt da jetzt mal ein Hund hin, da kommt mal ein Hund hin, nein, da kommt mal ein Hund hin, ups, und da kommt mal ein Hund hin. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Hier vorne die Patrouille, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die wird natürlich auch nochmal eben einmal ausgewiesen, da kommen natürlich dann eben zwei Wachen hin, das ist ja kein Kunstwerk, hier zwischen kommt natürlich auch nochmal eine Patrouille, die läuft aber wie weit? Achso, hier, die muss ich noch verlängern um ein paar Meter anscheinend. Logisch, ich habe ja den Zellentrakt erweitert, das heißt, da kommt eine Patrouille hin. Und eigentlich mache ich jetzt hier auch überall mal zwei Leute rein. Das dürfte eigentlich die bessere Lösung sein. So sieht alles erstmal symmetrisch aus von den Patrouillen. Das ist übrigens auch, falls sich irgendeiner noch immer fragt, warum ich gerne symmetrisch baue. Symmetrisch, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Einfach aus der Tatsache raus, dass ich auf einen Blick sehen kann, ob ich irgendwo irgendwas vergessen habe. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Wachpatrouillen, ich sehe auf einen Anhieb, wenn ich jetzt mal hier in den Einsatzplan reingehe, da Einsatzpatrouillen, ne? Ich sehe auf einen Blick
die Wachpatrouillen und ich kann, wenn ich so ein bisschen Autosaving mir erlaubt, dran zu zoomen, kann auf einen Blick sehen, ist das Ganze symmetrisch oder ist es das nicht? Ne? Sind alle Patrouillen symmetrisch? Wenn alle Patrouillen symmetrisch sind, habe ich auf jeden Fall überall da Patrouillen, wo ich sie haben wollte. Das ist natürlich sehr praktisch. Kann man auf einen Blick solche Probleme feststellen. So, das heißt, alles im grünen Bereich. Überall laufen jetzt Hunde rum, die hier auch noch kontrollieren, ob hier irgendeiner abhauen möchte. Hier vorne fehlt noch so ein bisschen die Kaltwasserversorgung. Hier vorne habe ich anscheinend ein Rohr vergessen, beziehungsweise es ist irgendwie nicht gebaut worden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Theoretisch könnte ich von hier aus sogar noch eine Kaltwasserversorgung machen. Aber es reicht ja so. Was soll ich mir da großen Stress machen? Genau, wunderbar. Und dann fehlt noch die Warmwasserversorgung. Weil hier vorne ein Stück Rohr noch fehlt und dieses Ding noch nicht angeschlossen worden ist. Wie kann ich dich denn anschließen? Ach so, einfach, ganz einfach durch einen Querbalken hier vorne her. Gut, das müsste ich vielleicht mal eben machen. Doch bevor es um, wann geht's duschen? Um 6? Ja, wäre cool, wenn bis dahin diese Warmwasserleitung funktionieren würde. Dann sind die nämlich alle so ein bisschen entspannter, weil draußen ist es Herbst, es ist kalt, minus 2 Grad, es ist nicht schön draußen. Umso schöner ist es, wenn man da in eine warme Dusche steigen kann. Das darf man nicht vergessen. Und wenn die das natürlich dann gleich gemacht haben sollten, in 30 Jahren, ich priorisiere das jetzt einfach mal hier als muss unbedingt gemacht werden. Vielleicht interessiert das ja irgendeinen, wenn dann der LKW aus dem Stau mal da ist. Ja gut, also das wird auf jeden Fall nicht fertig, weil, naja, durch die Einlieferung von 30.000 Tonnen Geplörre hier kriegt man das natürlich nicht mehr fertig. Ja, was? Dem läuft die Wache jetzt hinterher. Er läuft hier hinterher, er läuft ihm da weg. Ja, sehr schön. Ich finde das witzig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jawohl, schnapp ihn dir, du kriegst ihn noch. Oh Mann. Ja gut, jetzt werden hier auf jeden Fall Häftlingsuniformen bereitgestellt. Ja, wir sehen schon, es werden große Mengen an Plörre angeliefert. Irgendwo hier drin sind noch Heizkörper. Ich habe immer noch keine Rohrleitung gefunden. Falls ihr euch wundern solltet, ich glaube, die kommen gar nicht mehr an heute. Das wird noch ein paar Stunden dauern, bis das funktioniert. Jetzt haben so ein paar Leute kalt geduscht. Das ist sicherlich das Bedürfnis nach Wärme da gewesen, nach einer kalten Dusche. Oh Mann, oh Mann. Aber gut, immerhin, es ist, es gibt Frühstück, die Leute sind zufrieden. Das ist schon mal viel wert. Ich würde ganz gerne hier vorne gucken, warum da jemand gerade gestorben ist. Er ist so in der Krankenstation gestorben an Überdosis, weil kein Arzt da ist. Weil 10 Ärzte da oben in der Krankenstation sind und kein Arzt hier unten. Das ist sehr sinnvoll. Liebes Spiel, warum genau tust du das? Warum muss ich jetzt einen Toten begründen, nur weil da anscheinend sich irgendeiner nicht abgesprochen hat? 3 Ärzte sollen auf jeden Fall immer hier unten hin. Das ist mein Plädoyer sozusagen. Plädoyer, wie auch immer. Plädoyer sagt man auch echt. Plädoyer, wer Plädoyer sagt, ich weiß auch nicht. Das hat man sich so angewöhnt, ist aber fürchterlich irgendwie. Naja. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier vorne eben einmal eine dieser Schlafsäle mal kurz aus dem Leben kegeln. Möchte ich das? Nein, ich möchte die anders aus dem Leben kegeln. Ich mache die jetzt nur für die rote Sicherheitsstufe, damit nämlich Häftlinge, die von hier gerade jetzt gefrühstückt haben, genau, nämlich die haben alle gegessen, die sind alle glücklich, die werden nämlich jetzt gekonnt in einzelne Zellen überführt. Gucken wir mal ganz kurz. Wir haben 312, 362 Zellen frei. Das dürfte ja eigentlich kein Thema sein. Hast du jetzt wirklich was gefunden da? Nee, hast du nicht. Das ist gut. Wie gesagt, wir überführen die jetzt mal gerade in den anderen Zellentrakt. Einfach, weil das jetzt Sinn macht. Wir müssten eigentlich beide sogar schon vom Netz nehmen. Ne? Wir müssten dich jetzt auch mal für rot erklären. Und dann dürften wir eigentlich nur noch 312 und 347 Zellen haben. Oh, wir haben ja richtig Platz noch in diesem Gefängnis. Meine Güte. Ich warte mal darauf, dass dieser Zellentrakt fertig wird. Und dann müssen wir morgen mal wieder eine Einlieferung üben. Glaube ich. Ich glaube, es wird Zeit. Das wird sehr, sehr wichtig werden. Ja gut, hier vorne müssen jetzt mal eben ein paar Dinger dran glauben. Hier vorne müssen jetzt mal ein paar Schutzumzäunungen entstehen. Was? So, hier vorne auch einmal bitte. Ohne Loch, wenn es geht. Ziehe ich dich mal bis da vorne hin. Hier vorne geht es auch runter. Hier vorne muss ich jetzt irgendwo noch diesen Wachturm einbauen. Werden wir mal schauen, wie wir das am sinnvollsten machen. Was ist denn los hier? Warum findest du jetzt alle 2 Minuten hier einen Tunnel? Keins. Ist da irgendwas drunter, was Sinn machen würde, rauszugraben? Nein. Wenn, dann wäre das 2 Meter weiter rechts. Gut, dann lassen wir das. Ja, im Großen und Ganzen, man sieht es schon, ist eigentlich alles wunderbar am Funktionieren. Wir warten mal darauf, dass jetzt hier die paar Bäumchen noch gefällt werden. Die stehen ja jetzt anscheinend dem Zaun da im Weg. So wie ich das jetzt richtig gesehen habe, dann könnt ihr natürlich auch eine schöne gerade Linie machen und nicht wieder anfangen, hier nur einen Baum von 10 zu fällen. Das sieht schon mal sehr ordentlich aus. Und ansonsten, ja gut, die hier hinten sind jetzt aus dem Trakt überführt worden. Hier ist jetzt also keiner mehr drin. Das heißt, wir müssen morgen mal dringend neue Häftlinge hier in dieses Gefängnis reinlassen. Voll belegen bitte. Einmal 38 neue Häftlinge. Es werden... Warum? Was ist denn Ausstattung? Goldene Tasche? What the fuck? Okay.
Ja. Also der Gedankengang ist dann, dass wenn dieser Zellentrakt dann hier in 53 Jahren mal fertig wird, dass wir dann die Chance haben, da entsprechend dann ebenfalls noch Häftlinge unterzubringen. So. Sitzung des Besserungsprogramms läuft. Wir haben hier unten mittlerweile warm Wasser, so wie es aussieht. Auch das ist viel wert. Nur ich weiß noch nicht, was hier an diesem Zellentrakt noch nicht fertig ist. Das ist jetzt die große Frage. Was ist an diesem Zellentrakt noch nicht fertig? Was ist an die. Ah ja, hier seht ihr es auch schon. Die Türen sind auch alle falsch gebaut. Mir stellt sich immer noch die Frage, was an diesem Zellentrakt jetzt offiziell noch nicht fertig sein soll. Was fehlt denn da jetzt noch? Es sind doch alle. Ach, da, die fünf Heizungen fehlen noch. Es ist immer sehr schwer zu sehen. Jetzt warten wir natürlich noch eben noch darauf, dass dieser Zellentrakt dann fertig wird. Das wäre schon sehr sinnvoll. Ja, die letzten drei Heizungen. Oh, was ist los? Ah, es ist nichts explodiert. Gut. Einer unserer charismatischen Häftlinge hat sich zu einem regelrechten Prediger entwickelt und überzeugt andere vom eigenen Glauben. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Allerdings kann es dazu führen, dass es zu Spiritualitätsbedürfnissen unserer Häftlinge demnächst steigen. Ja, dann soll er das mal machen. Ich wollte freundlich darauf hinweisen, dass immer noch ein bedenkliches Radioprogramm läuft. Wobei sich mir natürlich dann da die signifikante Frage stellt, wann geht das wieder weg? Und vor allen Dingen, wo ist denn das eine Radio, was ich mal wieder übersehen habe, abzubauen? Vielleicht habe ich ja noch irgendwo einen Personalraum. Wo ist denn jetzt mein Personal? Personalraum! Da, drei Stück. Da steht doch bestimmt noch ein Radio drin. Genau, dann müssen wir das nämlich auch nochmal eben abreißen. Und wenn wir das dann hinbekommen haben, sollte vielleicht dieses Ding dann irgendwann mal weggehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jut, ansonsten machen wir wieder kopieren. Schnelles Bauen, kopieren. Von diesem Ding hier theoretisch. Wie muss das denn aussehen? Eigentlich muss ich das einfach nur per Hand bauen. Was soll denn der Geiz? Ist doch scheißegal. Einmal bitte hier vorne 6x6 verbraten. Das heißt, hier vorne einmal bitte diese Wände wieder abreißen und diese Wand wieder abreißen, weil die ist überflüssig. Dann hier vorne die Umfassungsmauer 1 Meter weiter nach da bauen. Das ist fertig. Dann Zaun ziehen. Einmal nach da, nach da, nach da. So, dann einmal der steinerne Innenweg ordentlich machen. Dann einmal die äußere Graslinie hier vorne auf Vordermann bringen, damit das alles auch ordentlich aussieht. Ne, ihr kennt es ja schon. Dann einmal die Gehwegplatte nehmen und auch die eben einmal bis zur Vollendung hier vorne weiterziehen. Dann einmal hier vorne das hinziehen, dahin das ziehen. Warten, bis hier vorne alles abgebaut worden ist. Das dahin ziehen. Warten, bis die Wand abgebaut worden ist. Wo kommt derjenige her? Ach so, er ist das noch. Der hat sich gerade selber ausgesperrt. Das ist sehr sinnvoll. Das sollte man tun. Sich selber aussperren ist ein sehr schönes Hobby. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das macht Spaß. Oder so. So, Betonplatten. Komm, ich will jetzt noch diese eine Wand da. Da kommt er angelaufen. Und weg damit. Genau, und dann kommt nämlich da wieder Betonplatten hin. Und dann kommt da wieder ein Wachturm rein. Der wird dann nach oben ausgerichtet sein. Super. Wunderschön auch, wirklich. Also ein Traum. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Das einzige Problem ist jetzt, ich muss dann hier vorne einmal dieses Ding nochmal kopieren. Das kommt nämlich dann hier auf Höhe dieser kleinen Kammer hier. Nämlich dahin, ganz genau. Und wird da einmal eingebaut. Und dann wird alles abgerissen, was da halt eben noch dazu gehört. Gras bauen, was? Achso, ja, keine Ahnung. Großes Fenster kommt hier übrigens auch nochmal rein, damit das Ding hier so ein bisschen hitzelos wird und wir warten einfach mal darauf, dass hier vorne alles verbaut wird, was ich gerade eben so in Auftrag gegeben habe. Wunderschön. Danach können die Bäume noch fällen und dann kann das alles hier in die Werkstätten zur Arbeit gehen. Ihr kennt es ja schon. Das Prinzip ist ja eigentlich jedes Mal das gleiche. Eben warten, bis hier unten dann eben alles fertig ist. Auch das gehört natürlich noch mit dazu, bis das Ganze dann mal abgearbeitet ist. Genau, hier vorne können wir auch mal eben nochmal die übliche Zauntor-Personal und Zauntor-Personal einbauen. Dann kann hier vorne die Planung auch schon mal weg, weil die wird eh überbewertet. Die steht mir ja jetzt erstmal nur im Weg. Und jetzt wird hier ein einzelner fleißiger Mitarbeiter namens L, warum auch immer der nur L heißt, damit beauftragt, hier jetzt alles alleine aufzubauen. Sehr schön. Fleißigster Mitarbeiter, Mitarbeiter des Monats, der ist mir sympathisch. Gut, wie sieht's hier aus? Hier wird alles gebaut, Umfassungsmauer. Alles wunderbar, schnelles Bauen. Ich kann hier leider nichts nochmal drüber setzen. Das ist schade, aber vermutlich haben die hier vergessen, die Umfassungsmauer drumherum zu setzen, weil da halt irgendwas anderes noch gerade gebaut worden ist. Ne, Umfassungsmauer bauen ist tatsächlich in Auftrag. Das ist mir sympathisch. Ne, Stein bauen, alles wird angebaut. Hier kommt auch irgendwo noch dieser Wachturm dann dahin. Wenn dann, sobald die Mauern fertig sind, kommt ja danach erst die Einrichtung. Und hier unten ist die Umfassungsmauer auch schon fertig. Hier vorne fehlen noch so zwei Platten. Ne, eine fehlt sogar noch zusätzlich mit den Boden und dann kommt hier halt eben ein Wachturm hin. Und dann ist das Ganze hoffentlich irgendwann mal fertig. Sehr sympathisch. Und die Mauer ist fertig. Juhu!
Wir haben eine Umfassungsmauer um dieses Gefängnis gebaut. Das ist sehr sympathisch. So, Wachturm wird gekauft, auch das Ding wird montiert. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich hier, mich hier vorne hinstellen und kann dann sagen, das alles ist nur für Personal. Jetzt muss ich natürlich eben warten, bis das Spiel mal wieder realisiert hat, was jetzt hier Sache ist. Nämlich, dass das Ganze sich jetzt unterscheidet. Naja. Achso, die Türen sind ja noch nicht eingebaut. Ach ja, 10 Bandenmitglieder sind mal wieder aggressiv und haben schlechte Laune, weil er hier wieder Stress gemacht hat. Er hat immer noch nur 555 Jahre abzusitzen. Das ist natürlich traurig. Naja, oder so. Und wir warten jetzt mal eben darauf, dass das hier fertig wird, ne? So, Wachturm steht. Ich setze mal ganz kurz nochmal so ein paar neue Sniper hier rein. Insgesamt erhöhen wir die Zahl jetzt mal auf 30. Wir holen unsere Wachzahl auf 130. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, unsere Hausmeister, Hundeführer müssten wir auch noch erweitern auf 50 jetzt mal mittlerweile. Wir haben so viel Plus am Tag. Wir müssen mal alles im Personal stecken hier von unserem Geld. Hausmeister werden insgesamt mittlerweile 20, Gärtner werden es auch 20 werden, Köche werden es 30, damit die auch mal doof rumstehen können, Ärzte werden es nicht noch mehr, wir haben ja zwei Dinger voll besetzt, die werden erst wieder mehr, wenn wir hier unten noch die Krankenstationen dazu bauen. Gut, Ausrüstung für Panzerwesten, Taser und Co. wird natürlich jetzt auch nochmal einen richtigen Haufen Asche kosten, das soll aber so sein, wie gesagt, es geht ja nur darum, dass das Ganze dann irgendwann mal ordentlich ist. Was macht hier vorne die Türen? Die Türen werden eingebaut. Genau, die erste Tür steht schon mal. Hip, hip, hurra. Ach, traumhaft. Gut, dann geht's jetzt natürlich an die nächste spaßige Sache. Ihr kennt das alles schon. Das ist einmal hier vorne diese Lampen einmal zu kopieren. Die kommen nämlich dann hier vorne wieder hin. So, plöpp. Fertig. 180 Euro für Wandlampe erfolgreich ausgegeben. Dann kommt hier vorne einmal diese Rechnung hin an Lampen. Die kommt natürlich dahin. Und jetzt seht ihr auch wieder, warum es so schön ist, wenn man alles symmetrisch einmal abkopiert, also einmal, ja, symmetrisch baut, dann kann man nämlich einfach all die ganzen Dinge kopieren. Da vorne hin, dann gibt es hier vorne nochmal ein paar Lampen, die wir kopieren müssen. Auch das ist kein Kunstwerk, das geht nämlich auch automatisch, dann sind die nämlich auch fertig. Dann müssten wir dich hier vorne nochmal nehmen und hier vorne runterführen und auch du wirst nochmal nach hier vorne hin kopiert. Achso, du bist ja schon. Na gut, dann ignorier, was ich gerade gemacht habe. Wandlampen, genau. Ich würde ganz gerne hier vorne natürlich auch nochmal welche setzen. Ihr kennt das Prinzip ja schon. Hier kommen überall Wandlampen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an die 8. Stelle. Hier vorne ebenfalls 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an die 8. Stelle. 3, 4, 5, 6, 7 an die 8. Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an die 8. Stelle wäre jetzt da und da. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an die 8. Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hä? Wo soll ich sie nur hinsetzen? Also sie kommen hier in die Mitte hinterher halt. Da kommt eine hin und daneben kommt auch nochmal eine. Und dann passt das schon. Dann ist da schon alles in Ordnung. Wie gesagt, das Loch im Zaun bleibt jetzt gerade noch die letzten paar Minuten. Dann werde ich nämlich diese Baumschule einmal zentral abreißen. Und dann machen wir hier einfach nochmal eine Toiletteninspektion. Wobei, den machen wir einfach mal insgesamt. Wir machen Tunnelsuche einmal insgesamt. Ne, nicht, dass hier irgendeiner abhaut. Wir haben ja 200 Wachen, die können sich dann auch gleich mal hier frisch ins Leben einstürzen. Es ist ja gerade sowieso Essenszeit, sind eher am Futtern. Für eine Stunde noch, da können wir bei denen ganz kurz mal eben die Zellen da auf Vordernamen bringen, ohne dass es einer merkt. Ein paar Dinge wurden gefunden, das ist schon mal schön. Tunnelsuche läuft und alles Mögliche wurde gefunden. Das ist mir sehr sympathisch. 409 Toiletten haben wir anscheinend, die durchsucht werden. Und fertig. Schön. Alles wunderbar. Ja, hier vorne kommt noch so ein bisschen Weg hin, hier vorne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was ich jetzt gerade eben angekündigt habe. Ich mache einfach mal hier vorne einmal diese ganze Plörre wieder da raus, denn jetzt kommen nämlich die ganzen Bäume, die jetzt hier gewachsen sind, in die Werkstatt. Ne, wie gesagt, darum geht es ja jetzt gerade, dass wir die hier oben mal Stück für Stück schon mal abreißen. Die kommen jetzt auch übrigens tatsächlich, ja, ich würde sie am liebsten alle auf einmal abreißen, kann ich aber nicht. Ich mache mal eben hier bis zu diesem Wachturm die erste Charge weg sozusagen. Hinterher die Gegenrichtung das gleiche. Dann kann ich nämlich diese Umfassungsmauer hier fertig bauen. Aber naja, warten wir einfach mal drauf, dass das fertig wird in Zukunft. Gut. Ansonsten, ich würde sagen, wir haben eigentlich erfolgreich alles erledigt, was wir erledigen wollten. Das Verkaufen überlasse ich mal meinem freundlichen Ich aus der Zukunft. Das dürfte ja eigentlich kein allzu großes Thema werden. Hier unten wird noch die letzte Wandlampe irgendwo eingebaut, die da noch fehlt. Dann ist eigentlich alles erledigt. Genau, perfekt, wunderschön. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, dann nächste Woche wieder am Montag, wenn das denn klappen sollte. Ich denke aber schon. Bis dahin macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.